Hallo und herzlich willkommen auf der Hof-Bergmann-Map zusammen mit Daniel, Olli und Skipper. Hi. Hallo. Hallo zusammen. Wer macht gerade was? Wir dreschen. Immer noch. Heu sammeln. Und ein dickes, fettes Sorry. Ich habe die letzten Folgen nicht aufgenommen. David war so freundlich und hat mir die letzten Folgen zur Verfügung gestellt. Falsch. Okay, er wird mir die Folgen vielleicht zur Verfügung stellen, wenn ich noch ein bisschen bette. ich werde dir die Folgen hochgeladen haben. Ah ja, genau so. Wir müssen schon die korrekte Zeit. Ich dachte, Zeit. Mir gerade so, hä? David, nein. 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 Einfach nein, weißt du? Manchmal muss man einfach mal nein sagen. Genau. Einfach ganz stumpf nein. Das ist halt dann einfach ein Nein, ne? Weil Nein einfach Nein ist. Ja. Würdest du bitte den korrekten Tempus verwenden? Ach. So. Fühle ich mich direkt wieder wie in der Schule. Ja. Boah, Lateinunterricht hab ich's gehasst. Boah. Latein ging gar nicht. Na gut, da wird ja noch richtig viel Wert darauf gelegt. Ja, sicher. Und vor allen Dingen Latein ist halt echt so. Ich war ja immer einer, der sich ein bisschen durchgemogelt hat. Und eigentlich auch gar nicht so schlecht dabei wegkam. Bei Mathe, wenn du ein bisschen Verständnis dafür hast, kannst du dich auch eigentlich gut durchmogeln, weil wenn du die Grundlagen kennst und vielleicht noch ein bisschen mehr, und kannst das irgendwo überall anwenden, sag ich mal. Ja, aber Mathe ist das einfachste Fach überhaupt. Ja, genau. Ja, ist halt bei jedem anders, ne? Aber wenn du irgendwie wirklich Latein, entweder du hast es gelernt oder nicht. Ist halt ja, klar, einfach so. Genauso wie mit Englisch. Also, ich ja, wusste. Ist so extrem. Ich wusste, wenn wir heute einen Grammatiktest in Latein schreiben und ich habe vorher nicht gelernt, dann konnte ich mir eigentlich auch sicher sein, eigentlich kannst du die ersten 2 Stunden auch zu Hause bleiben. Das hat genauso viel Sinn. Warte mal kurz. Der Stall ist jetzt voll und ich habe jetzt noch Heu auf dem Feld und im Ladewagen. Wohin damit? Ja, auf dem Heuboden. Ja. Ich darf's weitermachen, David. Ansonsten versuch's mal in den Fermenter reinzukippen, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Ich glaube, in den Fermenter kannst du kein Heu reinkippen. Soll ich versuchen, oder? Ja, kannst gern versuchen. Würde mich wundern, wenn's geht. Ach, das war jetzt Leck. Ich dachte jetzt hier. So. Ist es bei euch jetzt aktuell auch gerade so schlimm, dass jetzt die ganzen Weihnachtsfeiern losgehen von euren Vereinen, Hobbys, von der Arbeit mit Freunden und so? Ich bin tatsächlich ja in keinem Verein mehr, aber ich möchte mich noch mit ein paar Arbeitskollegen weihnachtsfeiermäßig treffen. In der Ausbildung machen wir jetzt mit den Auszubildenden vom Betrieb aus, sage ich mal, keine Weihnachtsfeier. Okay, habt ihr einen betriebweite Weihnachtsfeier? Ich glaube schon, ja. Okay. Aber ich glaube schon, hört sich so an, als ob du nicht wirklich hingehen würdest. Nee, also hingehen tue ich nicht. Ist ja auch ein ziemlich großes Unternehmen, ne? Da kommen dann wahrscheinlich mehrere tausend. Party. Ja, genau. Aber das gibt's, meine ich, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, David, das Firebeast. Auf jeden Fall, was mir gerade so einfiel, wo du so von der aktuellen Zeit geredet hast, aktuell ist ja wieder die heiße Woche des Jahres, was Shopping angeht. Black Fridays. Ja, beziehungsweise Cyber Monday Week. Wobei. Ja, gut, das ist ja wiederum eine Erfindung von Amazon, glaube ich. Ja, und dann gibt es ja auch noch Red Tuesday und Black Friday, genau. Eigentlich ging das ja mal so los, irgendwie in Amerika der Trend, dass es einen Tag immer zum Start vom Weihnachtsgeschäft gab, wo in lokalen Läden, das ist da auch in Amerika immer noch so, dass die eher die lokalen Händler im Ort halt, nicht online, die geile Rabatte haben von 50-90%. Ja. Und also das ist, glaube ich, immer der irgendein bestimmter Tag nach Thanksgiving bei denen. Der letzte Freitag im November. Ja, ja. War auch schon mal häufiger mein Geburtstag. Ah, ja, der ist ja bald. Ja, nächste Woche. Heute in einer Woche ist schon rum. Heute in einer Woche ist schon rum, ja. Heute in 6 Tagen. Ja. Da wollte ich mir schon und so oft. In 6 Tagen, was ist das für eine? Ja, das ist egal. Das ist eine Zeitangabe. Das muss dann nicht laut sagen jetzt. Einfach denken, okay und gut ist. Ja. Naja, für die Zuschauer ist es da auch schon vorbei. Ja, das eh.
Genau, aber trotzdem, man muss jetzt, also hier so Geburtsdatum oder so, würde ich auch nicht preisgeben. Och, ja, bei mir wissen es die Leute, dass ich am 29.11. Geburtstag habe. Ich sag's jetzt einfach, weil es wissen eh sehr, sehr, sehr viele. Na, siehst du, ich will dich. Ich hab's schon mal verraten. Brauchst naja, noch die ganze Fanpost? Ja, ich krieg gar keine Fanpost. Doch, von mir wirst du einen Brief bekommen. Oh, als ob. Ja, mit getränktes Briefpapier. Wie hießen nochmal diese komischen Figürchen, die die Mädels früher immer so im Kindergarten hatten? Diddle-Bildchen. Diddle-Bildchen. Ja, ich kann ja auch. Ich habe leider keinen Diddle-Block, ja. Aber ich hätte ja vielleicht. Kriegt ja auch noch irgendwo her. Ich weiß gar nicht, ob es Diddle überhaupt noch gibt oder ob die insolvent ist oder gestorben oder wie auch immer. Gibt's bestimmt noch irgendwo. Ja gut, irgendwann wird Diddle eh wieder Renaissance erleben. Genauso wie ich jetzt mitbekommen habe, dass es die Tamagotchis jetzt auch wieder gibt. Ja, nur dass sie aus dem Ei schlüpfen. Ich glaube, meins war da, ist damals aber auch aus dem Ei geschlüpft. Ja, normalerweise kriegst du ja immer so gekauft. So viele ich wollte. Tamagotchi? Ja. Nö, ich hätte damals auch erst eins ausbrüten müssen. Weil ich bin da echt komplett nicht auf dem neuesten Stand, weil ich noch keins hatte. Hm. Hattest du einen Tamagotchi früher? Nö. David? Ich hatte dann, bei mir war dann die Zeit hier mit Nintendogs und so irgendwann. Ja. Aber ich habe mir eine Nintendo DS geholt, habe da ewig drauf gespart. Ich glaube 130, 140 Euro hat das Teil damals gekostet. Ja. Habe es mir gekauft, war voll stolz und habe relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht deins. Ich habe Animal Crossing gespielt, Nintendogs und irgend so ein Rennspiel. Viel mehr hatte ich, glaube ich, gar nicht. Und dann habe ich das Ding irgendwann vertickt und mir eine PlayStation Vita geholt. Ne, Vita nicht, PlayStation Portable, also PSP geholt. Ja. Die Slim, die 2000er. Und da war ich dann wesentlich glücklicher mit. Aber die PSP hatte halt kaum einer. Die war auch ein Stück teurer. Ich glaube, die hat über 200 Euro gekostet. Und beide waren das die tragbare, die du so in der Hand gehalten hast. Ja, genau. Die halt, die schon für die damalige Zeit ein echt großes Display hatte mit um die 4 ja. Zoll. Das war halt damals schon krass, ne? Ich glaube, der Nintendo hatte 3 Zoll oder so. Oder noch weniger. Ja, Skipper, du lachst, das war damals richtig viel. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, die PSP hat auch für heutige Maßstäbe noch nicht mal den so beschissenen Display. Der hat, glaube ich, mindestens 27p. Also so schlecht war der nicht. Da kann man echt nicht meckern. Auch bei der aktuellen PS Vita, ne? Die hat zwar auch irgendwie was Krummes, knapp unter Full HD als Auflösung, aber mit einem OLED-Panel, also von den Farben her wieder geil. Ich habe ja auch eine PS Vita hier liegen. Nutzt ich, du die noch? Nein. Okay. Ich hab's auch eigentlich nur, weil sie extrem günstig war, von einem Kollege, der gerne Vita gespielt hat, immer geholt. Und da haben wir eine Zeit lang sehr, sehr viel Minecraft Vita zusammengespielt abends. Immer so, okay. Weißt du, so ein Stündchen vorm Schlafen gehen. War ganz witzig. Dabei immer so eine PlayStation Party oder wie das hieß, aufgemacht, dass man dabei halt quatschen konnte. Ja. Aber auf jeden Fall, diese ganzen Deals, ich muss sagen, dieses Jahr ist es irgendwie nicht so spannend wie sonst. Die letzten Jahre war irgendwie für mich mehr dabei. Ah, es ist auch super viel unnötiger Quatsch dabei. Ja, einfach so, das Gefühl, dass die wollen nur mal ihre Lager leer machen. Ja, einfach mal den ganzen Scheiß raus. Ja, es sind super viel unbrauchbare Sachen dabei, was du halt so gar nicht brauchst. Und es sind mal wieder Sachen dabei, die schon letztes Jahr dabei waren, wo ich direkt gesehen habe und ich wusste direkt, dass es wieder dabei ist. Ja. Was? Beispielsweise diese Diffuser, diese Dinger, wo du so Duftöl reinkippst und die machen einfach irgendwann immer so pfft, pfft. Oh, ah, ja. Ja. Und da sind schon wieder jede Menge drin in der Moment in der Cyber Monday Week. Steht ihr auf so Gerüche? Ich hab zwar sowas, aber sowas altklassisches, also wo du oben verdünntes Öl reinmachst und unten drunter eine Kerze anzündest. Okay. Was mir hier auch noch rumsteht. Und so Räucherstäbchen und sowas? Nee, Räucherstäbchen will ich nicht. Ich finde, das riecht immer voll komisch. Ja, ich weiß auch nicht, aber das andere da, das ist so Limonengras, das riecht schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und für die Weihnachtszeit habe ich sowas, das riecht wie Glühwein. Oh, das ist cool. Das ist ziemlich geil. Ja, hast du mir jetzt meinen Drescher geklaut? Nein. Ja, wo ist denn da?
Wo ist der denn? Hier im Feld. Also doch. Lauter okay, Drescher, das ist doch alles uns. Denkst du, ich stelle mich jetzt neben einen Drescher und warte, bis du wieder da bist? Ich habe den einen voll gefahren, jetzt fahre ich den anderen voll. Wenn du fertig bist und den einen abgetankt hast, kannst du weitermachen. Muss der Abfahrer wohl mal schneller kommen. Na gut, der eine Abfahrer ist quasi auch der eine Drescherfahrer. Wir werden hier komplett vernachlässigt von euch zwei. Hey. Gipper macht schon die ganze Aufnahme, ist echt nichts anderes, als irgendwie am Feld 12 rumzudümpeln. Hast du mittlerweile die Reihe fertig geschwadert? Ich bin schon am Sammeln, ja. Bist du schon das zweite Mal rum? Ja, er hat ja einen schnelleren Schlepper bekommen. Ja, wobei mittlerweile... Also was, der hat ein Upgrade bekommen? Ja. Geht ja mal gar nicht. Den in anderen Schlepper einfach. Boah, ich habe bei Mindfactory auch ein Upgrade bekommen. Hast du jetzt eigentlich dein Praktikum da fertig? Nö, morgen noch. Ach so. Das ging aber dann relativ schnell vorbei, die zwei Wochen. Ja, das ging übel schnell rum. Hast dein Berichtsheft auch schön fleißig ordentlich gepflegt jetzt? Das habe ich vorhin noch fertig gemacht, ja. Ich also weiß, deswegen frage ich ja. Als verantwortungsbewusster Creator. Und, ach, wie hat's dir so gefallen? War Hammer, gell? Und da hast du halt wirklich auch ordentlich was gelernt. Also ich habe ja am Anfang, also die ersten 3 Tage habe ich jetzt, also waren ja insgesamt 3 Wochen. Ah, 3 sogar, okay. Ja, die ersten 3 Tage habe ich nur Mainboards, also vorgebaut. Das heißt CPU drauf, CPU-Kühler drauf und RAM drauf. Waren gerade wieder weggestellt und ein neues geholt. Also für die anderen halt vorgebaut. Und ja, Donnerstag und Freitag habe ich dann komplette Systeme bauen dürfen. Also schon ins Gehäuse und sowas rein. Ja, das habe ich dann Montag, Dienstag und Mittwoch gemacht. Also in der 2. Woche, dann nochmal. Und dann habe ich letzte Woche Donnerstag, Freitag angefangen mit BIOS-Updates. Und das mache ich die Woche jetzt noch fertig. Ich habe gehört, dass BIOS, so wie es jetzt existiert, existiert nicht mehr lang. Das weiß ich nicht. Habe ich einen Bericht gelesen in der GameStar oder irgendwo? Aber es ist extrem langweilig, BIOS zu updaten. Wobei, das, was jetzt ist, das heißt ja eigentlich auch nicht mehr BIOS, sondern UEFI, ne? Naja, das heißt ja nur so viel wie, das ist ein grafisches, eine grafische Darstellung davon, ne? Aber irgendwas hatte, habe ich gelesen, dass Intel das irgendwie einstellen will oder was, den Support dafür. Obwohl BIOS ja eigentlich noch übelst verbreitet ist, also. Ja. Nee, ich hatte heute noch mal ein Board mit BIOS da. Wenn euch das noch irgendwas sagt. Von BIOS damals wurde ja, oder? Nee, BIOS da. Ist ein BIOS nur in alt? Also, okay. Also noch älter als BIOS, ja. Ja. Also BIOS da war eigentlich so das erste. Was war denn so die krasseste CPU, die du mal verbaut hast? Threadripper. Den. Und i9. Ah, cool. Denk mal, wenn ich mir irgendwann nochmal eine neue CPU hole, dann wird das auch ein i9. Wie gesagt, i9 oder Threadripper. Ist aber ein Glück. Macht es schon Sinn, sich ein i9 zu holen, ja? Ja, ist immer die Frage, wofür. Ja, hast halt 16 Kerne. Ja, aber die nutzt halt nichts, ne? So ungefähr. Momentan benutzt es noch keiner, ne? Es hat ja auch ewig gedauert, bis Quad-Cores halbwegs unterstützt waren. Und der LS nutzt heute noch nicht mal vernünftig die 4 Kerne. Ne, 2 hat er, ne? Aber ja. Was ich halt extrem krass fand, war letzte Woche Montag, ist halt so eine, also mehrere Bestellungen reingegangen mit irgendwie 10 Threadripper oder so. Also, ja, da hat sich mal jemand was gegönnt. Nee, nicht einer, mehrere halt. Aber so. 10 Bestellungen. Also, wenn sich einer 10 bestellt, dann guckt er bestimmt, welche am besten zu übertakten ist. Ja, klar. Nee, aber heute hat jemand, und 9 Stück 6, zurückgeschickt. 6 RX 580, glaube ich, bestellt. Einer. Ja, einer. Olli, nein! Und es war halt nicht mal eine Firma.
Also, wenn sich eine Privatperson 6 RX 580 bestellt, kannst du davon ausgehen, dass der Bitcoin Mining betreibt. Ja, das war auch ein extra Board dazu. Ja, dann. Und Was ich soll ich glaube, dir noch Intel sagen? Pentium oder was das war, was der drauf gesetzt hat. Intel Irgendwie Pentium? sowas. Oder Ja. Celeron oder Und dann irgendwie hat der sowas. Mann eine richtig dicke Investition in die Zukunft von Bitcoin und so Ja, so wie es das getätigt. anhört, schon, ja. Ja. Wie gesagt, das 6580er, das war halt. Ja. Ja, stark. Ja, aber eigentlich bin ich im Moment glücklich. Mein PC läuft so, wie er läuft. Auch wenn er jetzt echt schon. Also, der hat jetzt ja auch schon 3 Jahre rum. Das ist ja doch Ryzen X, schon. meiner hat jetzt bestimmt schon 6. Nee, Das so alt ist die krasseste Titan noch nicht. System, was ich halt zusammengebaut habe, war wirklich eine Threadripper mit einer Kompaktwasserkühlung. Also CPU-Wasserkühlung. Und zwei 1080 Ti. Ja, eine 1080 Ti habe ich ja auch. Die Ti unter Luft oder unter Wasser? Nee, Luft. Wir verbauen keine Wasserkühlung. Okay. Also nur die IO-Wasserkühlung für CPUs. Oh, aber Wieso? die ist ja eh easy. Weil das viel zu zeitaufwendig ist. Musst ja die ganzen Rohre biegen und Ja, schneiden deswegen. und. Oder du nimmst halt Schläuche, ne? Ja, Ja wobei gut, die selbst sind die aber musst du schneiden. wahrscheinlich irgendwann viel anfälliger, dass die spröde werden und Ja, aber ich reißen. bin eh nicht so der Fan von Wasser. Naja, ich bin, glaube ich, echt sogar zu faul, um immer das Wasser aufzufüllen da. Ich würde da mir wahrscheinlich so eine Wasserkühlung geben, die so wie die Waschmaschine permanent an so einem Wasserhahn Ja gut, dranhängt. es gibt ja auch Kompressorkühlung, ne, mit einem Kühlschrankkompressor sozusagen. Ja, man kann es aber auch übertreiben, finde Ja, ich. klar. Aber im Endeffekt, Wasserkühlung brauchst du auch schon nicht mehr, weil die CPUs immer energieeffizienter werden, weniger Wärme entwickeln. Ja. Und mit den richtig dicken Luftkühlern hast du eigentlich die Performance von einer Kompaktwasserkühlung. Ich habe mich damit mal längere Zeit beschäftigt. Ich habe ja selber den Be Quiet Dark Rock Pro 3. Das ist so ein Ding, das wiegt, glaube ich, mehrere Kilo. Das ist so ein richtig großer Brocken mit. Ist das der mit den zwei Lüftern da dran? Ja, in meinem Fall sogar drei. Ich habe noch einen hinter. Also das. Ja, wo vorne einer ist, dann in der Mitte einer. Ja, genau, und dann Und habe einer ich am noch einen besten dran. hinten. Ach Ah, so, okay. deswegen hast du also sechsmal die gleichen Lüfter. Okay, das macht dann auch Sinn. Ja. Ja Hast du gut, richtig generell macht's aufgestockt, halt oder Sinn, was? weil die alle ziemlich leise sind. Ziemlich hochwertig. Was hast Ja, du irgendwelche von Enermax, den ne? ja. Habe ich aber auch öfters mal verbaut. Ja, das ist auch ein ziemlicher Brocken, ne? Aber Das auf ist jeden Fall schon von auch der ein bisschen. Kühlleistung her ist der genauso gut wie eine Kompaktwasserkühlung. Von der Lautstärke her tun sie sich nichts, weil das sind dann im Endeffekt nur noch die Lüfter. Ja. So, aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass es das auch dann für heute war. Und ja, Ja. wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.